Wir haben ein Ziel erfolgreich abgeschlossen. Alle billigen Biersorten sind zum Lernen verfügbar. Jetzt können Sie Kneipen verbessern. Öffnen Sie die Registerkarte Verbesserung im Feld der Kneipen und lernen Sie eventuelle Verbesserungen kennen. Jetzt sind alle gewöhnlichen Biersorten für das Kennenlernen zugänglich. Sie können einen Punkt des Kennenlernens ausgeben, wenn Sie wollen. Okay. Okay, Verbesserung. Für die Verbesserung der Bierbrauerei braucht man Punkte der Erfahrung. Sie haben gleich einen Punkt verdient. Die Liste Verbesserung ist im Bereich der Ausrüstung. Kaufen Sie irgendwelche Verbesserungen der Bierbrauerei. Aha. Was für Verbesserung kann ich denn? Das ist die Erweiterung, die will ich jetzt nicht. Brauerei-Upgrades, hier. Geräte genau konfigurieren. Jede Stufe vergrößert die Geschwindigkeit der Rückstellung. Filter. Jede Stufe reduziert die Geschwindigkeit der Abweichung der Anzeige der Regel im grünen Bereich um 9%. Dann mach doch das immer. Es ist die Zeit gekommen, Business auszuweiten. Leute, jetzt geht's richtig rund. Ihr nächstes Ziel ist noch, eine Kneipe in einer anderen Vorstadt zu eröffnen. Wagen Sie. Okay. Aber ich würde sagen, erstmal müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Beziehungsweise erstmal die am Laufen halten. Kann ich mir noch einen zweiten, einen Braukessel kaufen? Hier, Braukessel. Riesiger Braukessel. Großer Braukessel. 3500, die könnten wir ja investieren, ne? Da haben wir 400 Volumen, das ist gut. Den investieren wir, zack. Da haben wir noch einen großen Braukessel. Ich glaube, so können wir jetzt erstmal ein bisschen Kohle machen. Ja. Großer Braukessel. Guck mal, 400 Einheiten. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Dann fahren wir die noch rüber in die Kneipe. Ja gut, minus 3.400, wir haben jetzt auch investiert. Wir haben auch investiert. Ah, 715, okay. Alles klar, Leute. Expandieren wird hier groß geschrieben. Gut. Die machen das, der macht das. Ah, warte mal, da können wir aber ihn hier. Er soll dann morgens gleich mal hier den großen Braukessel reinigen. Erster Schritt. Das ist der wichtigste. Was haben wir an Bierwürze? Ja, da können wir noch nachlegen. Da können wir noch brauen. So. Mario Baslers Best, würde ich sagen, ist mal an der Reihe. Den machen wir jetzt auch nochmal im großen Braukessel. Kneipe läuft. Rentabilität 100%, Leute. Nee, nicht sortieren. Passt schon. Wir sind hier der Braumeister. Mittlerer Braukessel. So, gucken, was fertig gewürzt ist. Kann man ja auch einfach zuklappen, ne? 160 Liter hiervon. Wie viel haben wir noch in der Kneipe? 715. Das heißt, es reicht noch. Das bedeutet, wir können hier nochmal Bier brauen. Nochmal einen kleinen Kessel.
keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt. Natürlich nicht, weil wir hier alles ordentlich bezahlen. Jo. Nochmal Bier brauen. Coco Jumbo Pale. Im großen Braukessel. Oh, nee, der ist arg verschmutzt. Nee. Dann machen wir den erstmal sauber. Der macht den nämlich erstmal um früh sauber. Sehr schön. Da haben wir noch ein bisschen was Mavericks Best. Jetzt können wir aber erst nochmal brauen. Großer Braukessel. Alter, läuft das. Läuft das. Was? Warum eine Schlägerei? Dank des Wachmanns wurden seine Auswirkungen minimiert. Ja, das will ich auch schwer hoffen, Alter. Wir haben ja Otto. Otto passt drauf auf. Es geht los. So, Mario Baslers Best muss in die Kneipe. Boah, ich glaube, das wird nach hinten raus, ne? Nach hinten raus wird das, glaube ich, richtig Management pur. Wenn du da, stell dir mal vor, du hast so 10, 11 Kneipen und musst die alle versorgen. Das wird spaßig. Das wird spaßig. Hier geht's ja jetzt noch. Oh, 400 Liter. Oder 400 Einheiten. Können wir nochmal was brauen? Ja, wir haben hier den einen Kessel noch. Oh, da kommt doch was. Läuft doch. Jetzt kommt aber nicht so viel Geld zusammen. Wir haben Plus gemacht. Unordnung 42, das ist okay. Ja, ich glaube, das wird dann richtig pures Management, Alter. So, was haben wir hier für eine Nachricht? Schlägerei, das haben wir mitbekommen. Das ist das. Brauen können wir jetzt eh nicht. Pass auf, dann fahren wir jetzt als erstes mal das, was wir haben. In die Kneipe. Ja, wir haben hier aber gut, läuft. Sehr gut. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Okay, wenn wir die nämlich jetzt die Auslastung von der Kneipe so richtig hinkriegen, dann können wir die zweite aufmachen. Wo können wir die denn dann eigentlich aufmachen hier? Ah, hier, Besoffenstedt. Oder in Katerstedt, Stadt. Ah, verstehe, das sind immer einzelne Städte. Betrunkenhausen. Ah ja, okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Bierwürze aber 800. Das läuft. Der macht hier wieder Braukessel. Dann machen wir hier gleich wieder Colors Number 5. Und zwar im großen Braukessel. Hervorragend. Die schärfsten Namen, ja. Was ist denn los? Schon wieder eine Durchsuchung? So. Da können wir nur eine kleine Charge machen. Von Mario Baslers Best. Gut. Das heißt, nach der Ding gehen wir
Das nehmen wir noch mit. Da haben wir 760 an Bord. Transport starten. Nach Kalifornien. Ah, okay. Na gut, dann brauchen wir jetzt da auch erstmal nicht rummachen. Dann können wir hier erst nochmal... Sehr schön. Ja komm, dann lassen wir mal dieses Pale im mittleren Braukessel. Weil das muss am längsten lagern. Und dann können die jetzt erstmal hier abverkaufen. Ja. Dann kannst du die nächsten 2 Stunden nutzen, um mal Braukessel selbst sauber zu machen. Sehr schön. Können wir jetzt in die Kneipe bringen? Ja, immer noch nicht. Wir haben zu viel geladen, Leute. Dann kannst du aber noch... Wie viel Bierwürze haben wir? Ah ja, da haben wir noch einiges am Lager. Aber einiges. Pass auf, dann mach du nochmal im großen Kessel... ...1640 von 8000er, da können wir noch einiges... Gut, das ist fertig. Nochmal? Haben wir noch irgendwo... ...einen freien Kessel? Nee, müssen wir es sauber machen. Dann kannst du mal... Wie sieht's denn jetzt hier aus? Das reicht auf jeden Fall noch für heute. Das bedeutet, du machst mal Braukessel sauber. Den mittleren bitte. Und dann haben wir noch ordentlich Geld verdient. So, ich würde sagen, Leute, noch 1-2 Tage. Und dann gucken wir, dass wir die zweite Kneipe aufmachen. Wie sieht's aus mit fertigem Bier? Okay. 200 insgesamt. Und hier haben wir noch 731 Einheiten, das passt. Mitarbeiter, die machen sauber. Ja, und der Chef. Versucht sich mal ein bisschen 4 Stunden an Steuerhinterziehung. Achtung, ob das gut geht. Das ging schon mal gut, die ersten 2 Stunden. Ja, ich würde sagen, das ging gut. Dann können wir wieder Bier brauen. Sehr schön. Alter, guck dir das an, Mavericks Best. Da geht was. So, was mit ihm? Otto, was los? Hier. Kessel sauber machen steht an. Achso, nee, das war, weil alle sauber sind, ne? Ja. Gut. 731. Mittlerer Braukessel, dann machen wir nochmal das leckere Bier. Also ich würde sagen, der Rubel rollt. Der Rubel rollt. So, jetzt fahren wir den restlichen Kram dahin. 1184. Oh, da ist aber auch viel fertig geworden, guck mal.
Mit dem großen Braukessel geht's jetzt richtig vorwärts. So, ich würde sagen, hier nochmal gebraut und dann wird's Zeit für die neue Kneipe. Die Kneipe California wurde vom populären Blogger besucht. Er mochte die Qualität des Bieres in der Kneipe. Ja, selbstverständlich. Der Wachstum der Popularität der Kneipe während der Woche wird zunehmen. Alter, ich sehe es schon kommen, wir haben hier ein enormes, enorm großes Unternehmen. Okay, ich würde sagen, wir expandieren. Leute, wo? In Katerstadt? In Besoffenstädt? Oder hier unten, in Betrunkenenhausen? Ich würde eher hier unten sagen. Weil, da ist Industrie. Ne? Und Industrie heißt immer, es wird getrunken. So, Würze haben wir auch. Pass auf, so. Was gibt's denn hier? Studenten? Ja, Industriearbeiter, Säufer, guck dir das an. Partygänger, Fans. Das ist eine gute. Es gibt keine Kneipe in diesem Bezirk. Oh, 4500, Leute, wir können die noch gar nicht eröffnen. Wo Handwerker sind, wird auch getrunken. Absolut, so sehe ich das auch. Aber wir können die noch gar nicht. Wir müssen noch einen Tag machen, weil wir gar nicht so viel Geld haben. Kostet 4500. Okay, dann lasst uns hier nochmal einen Tag machen. Dann können wir hier noch... Ja, stimmt, kosten die anders? 4.000? 4.500, ja gut, da sparst du dir jetzt hier. Ach, ganz ehrlich, da machen wir noch einen Tag, da haben wir die Kohle drin und dann... So, wie viel ist noch in der Kneipe? Das passt. Das heißt, wir können hier nochmal brauen. Platz haben wir ja. Da haben wir jetzt auch schon schön vorproduziert. Guck mal, wir haben 2440 Bierwürze am Lager. Beziehungsweise auch fertiges Bier hier. Das heißt, wir können in der neuen Kneipe dann gleich loslegen. Da brauchen wir aber zwei neue Mitarbeiter für die andere Kneipe noch, ne? Sehr geil. Ja, da ist noch genug Bier da. Dann... Sehr schön. Es läuft. Also wenn du dann mal so drin bist, guck mal. Wir haben jetzt hier einiges auf Lager. Sehr, sehr geil. Das bedeutet... Jetzt nochmal Fetteinnahmen generieren. Können wir nochmal... Kohle für die Kneipe ist da und genug Bier haben wir auch. Ja, 5000. Das läuft. So, was machen wir denn nochmal? Hier, Color Number 5. Ah, ne, wir haben nichts mehr. Dann können wir erstmal. So, er macht am nächsten Tag dann den großen als erstes. Dann machen wir den mittleren mal noch sauber. Sehr schön. 5100. Da ein Barboy dazu, eine Putze, ja, dann geht's hier richtig ab. So, Leute, wird Zeit, dass wir hier eine Kneipe eröffnen. Benennen Sie die Kneipe. Die erste heißt California. Wie heißt denn, wie soll die zweite heißen, Leute? Ihr dürft hier gerne
Ideen mit einbringen. Es ist eine Vorstadt, ne? Das heißt da... Wir machen aber eine Kette draus. California Beach. Kalles Eck. Nee, ich würde gerne bei California irgendwie. Stimmt, das macht ziemlich Sinn, glaube ich. Wenn wir hier bei California bleiben. Weil das ist dann eine Kneipenkette. Verstehst du? Da machen wir ein Franchise-Unternehmen draus. Da verkaufen wir dann am Ende verkaufen wir die Lizenzen. So machen wir das. Yay. So, zwei Vorstellungen und dann gibt es ihre Kneipen. Es ist Zeit gekommen, auf den Stadtmarkt einzugehen. Wenn Sie die Stadtkarte kennengelernt haben, so können Sie gerade bei meiner seine bezirke Kneipe andere Unternehmen funktionieren. Das sind Ihre Unterlagen. Es lohnt sich nicht, den Wettbewerb mit Ihnen zu gewinnen. Okay. Ihr nächstes Ziel ist noch, einen neuen Kneipe in einer Stadtbezirk zu eröffnen, wo keine Kneipe... Wo ist keine... Okay. Öffnen Sie eine neue Kneipe in einem Bezirk, wo keine Konkurrenzkneipe ist. Ah, das ist die Konkurrenz hier. Ha! Nee, machen wir platt. Die machen wir platt. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Wir müssen Bier in unsere Kneipe befördern. Und zwar... Wählen Sie eine Kneipe. Wird in 72 Stunden geöffnet sein. Achso, muss die erst aufgebaut werden, oder was sagst du? Okay. Ja, dann kümmern wir uns nochmal lustig um leckeres Bier. Kann er nämlich noch nicht draufklicken. Ja, dann beliefern wir mal mit dem, was wir jetzt da haben, erstmal die Kneipe. Haben wir hier 400. Hier von 40. Hier von 160. Dann kann man das tun. Dann können wir gleich nochmal nachbrauen. So, können wir nochmal nachbauen. Okay, die ist noch nicht... Die muss wahrscheinlich erst renoviert werden. Was haben wir hier? Das reicht erstmal, was hier ist. Dann können wir nochmal Mario Baslers Best brauen. Im mittleren Braukessel. 3000 Bier und Bierwürze haben wir. Alter, hier wird richtig gearbeitet in der Kneipe, richtig. In der Brauerei. Hör mal, fertiges Bier haben wir hier auch genug. Hervorragend. Du wieder. Besuch eines beliebten Bloggers haben wir. Oh, jetzt habe ich die alle Nachrichten weggedrückt. Shit. Ja, komm. Zu spät für neue Aufgaben, sagt er. Okay. Na gut, hier die Kneipe ist noch nicht offen. In 56 Stunden ist große Eröffnung. ...48 Stunden. Hier kann man hier irgendwie Spionage oder sowas machen? Da brauchen wir nochmal, also ich denke, wir haben jetzt auf die Zukunft gesehen, erstmal schön
vorgesorgt, was Bier angeht. Anulu, grüße dich. Was ist denn hier los auf den Sonntagnachmittag? Ja, haben wir letzte Woche auch schon. Ne? Wird es jetzt auch, denke ich, öfter mal geben, dass wir am Wochenende streamen, weil ich da einfach Zeit habe, gerade wenn das Wetter so ist. Ich meine, wenn das Wetter schön ist und ich irgendwo unterwegs bin, dann nicht, aber wenn du so Kackwetter hast. So, und nochmal Bier brauen. Sehr schön. Da haben wir noch genug. Hier unten. 42 Stunden. Ach, hier ist schön mit Sonne und so. Echt? Bei uns hat es vorhin schon wieder geschneit. Kein Wetter zum Rausgehen. Definitiv nicht. Brauchen wir nochmal was Leckeres. Manchmal werden von den Einnahmen Unternehmen der Stadt Aufträge in Bierlieferung gestellt. Sie füllen preisgünstige Kunden zu bezahlen. Okay, drücken Sie den Knopf. Hier ist kein Knopf. Ach doch, hier. Anforderung. Warte mal. Alkoholgehalt 0 bis 65. Bitterkeit. Senden. Aber wir haben doch hier. Wie viel wollen die denn? 100. Dann nimm doch hier das. Zack. 400. Ha, das hat sich ja rentiert. Wie läuft das Bier? Ja, richtig gut. Richtig gut. Wir haben schon expandiert. Jetzt schon 2 Kneipen. Was, schon wieder eine Bierlieferung? Alter. Da kriegt er von Mario Baslers Best. Was, wie viel wollt ihr denn? 300. Junge, jetzt macht ihr mir hier aber mein ganzes Ding kaputt. Ne, ich habe 10 Tage Zeit. Ja, dann warten wir hier mal. Ich muss mal gucken, dass meine Kneipen hier alle versorgt sind. Was haben wir denn hier jetzt noch? 780, da könnten wir mal eine Kleinigkeit hinschicken, würde ich sagen. So, dann fährt er mal hin. Wir haben ja schon wieder 16 Uhr. Der Rubel rollt ja schon wieder. Läuft super. Eben die zweite Kneipe aufgemacht. Was den lieben Eric natürlich immens freut. Ja, ja. Wir expandieren. Enorm. So, hier können wir noch Punkte vergeben. Das müssen wir auch noch machen. Dann brauen wir hier nochmal. Sehr schön. Dann können wir den anderen auch nochmal. Mit Mavericks Best. Ich würde es fast sagen, dann ist es ja mal fast wieder Zeit für eine neue Biersorte. Ja, wir machen hier nichts. So, normales müsste man jetzt, das werden wir gleich morgen machen, mal ein bisschen Steuer hinterziehen. So. Wie sieht's aus mit dem Bierbestand? Dann nehmen wir erstmal die kleinen Mengen.